Wir feiern das Fest Erscheinen des Herrn, drei Könige. Die älteste Darstellung weit und breit finden sich in der Gustower Kirche, nämlich an den sogenannten Gustower Kurschern, die vor über 800 Jahren gearbeitet worden sind und einst einen Altarraum abgetrennt haben. Wir haben hier in der Mitte Maria mit dem Jesuskind sitzen und auf der anderen Seite die drei, ja, was waren es eigentlich? Sterndeuter, weise Männer, Könige aus dem Morgenland, die aufgebrochen sind. Das Faszinierende ist, die machen sich auf den Weg hin zu etwas, wovon sie nur eine ganz geringe Ahnung haben. Was ist das, was sie fasziniert? Darin sind sie uns wunderbare Gefährten. Auch wir machen uns auf den Weg unseres Glaubens, ohne klar zu haben, worum es geht, wohin es führt, nur weil wir etwas ahnen. Aber es ist wichtig, dass wir diesen inneren Aufbruch wagen. Wohin gehen wir denn eigentlich mit unserer Suche? Gottsuche, Lebenssuche, das ist in der Tiefe ein und dasselbe. Hier in Gustorf sehen wir, hat das Jesuskind durch den Lauf der Jahrhunderte kein Gesicht mehr. Also eine geheimnisvolle Person, die wir suchen. Könnte es sein, dass es nicht nur Jesus selber ist als der Mensch gewordene Gottessohn, das Mensch gewordene Gotteswort, sondern dass es etwas ist, was zutiefst auch in uns verborgen ist, weil das, was das Jesuskind ist, das Kind von Bethlehem, ist etwas, was es uns schenken will. Wenn du dich also auf die Suche nach ihm machst, nach der Anwesenheit Gottes in der Welt, landest du bei dir selber, weil du selber ein Ort dieser Anwesenheit bist. Die geheimnisvollen Geschenke der drei Könige erinnern daran. Wir können es hier nicht so richtig erkennen, was die drei mitbringen, aber Gold, Weihrauch, Myrrhe. Gold, sagen wir, ist das Königszeichen. Die drei Weisen werden, wann sie diesem Königskind begegnen, überhaupt erst zu Königen. Denn das Kind hier ist nicht so, dass es einfach die Geschenke annimmt, sondern was wir ihm geben, bekommen wir umso reicher zurück. Das gilt für das Gold, das Königszeichen. Das gilt für den Weihrauch, Zeichen der Anwesenheit Gottes. Wir sind auf der Suche nach Gott und finden ihn letztlich dann auch in der Tiefe unseres Herzens. Wie gesagt, das Kind behält nichts von den Geschenken für sich. Und dann die geheimnisvolle Myrrhe, diese Totensalbe. Das bedeutet, dass auch die harten und schweren Wege unseres Lebens zu dieser Suche gehören. Das göttliche Wort in Jesus steigt auch in unser Leid. Gott verschont uns nicht, aber er geht mit uns da durch. So sind tatsächlich diese schweren Wege auch ein Weg, wo wir geheimnisvoll zu dieser Kraft und dieser Liebe finden. Schön ist, dass wir hier in Gustorf die drei Könige vom 6. Januar zusammen haben mit, ich bringe mal rüber, den Hirten von Weihnachten. Und da gilt dann dieses Wort, was der Engel sagt: Fürchtet euch nicht, ich verkünde euch eine große Freude, also mach dich auf diesen Weg. Hab keine Angst, was dein Leben dir bringt. Wenn du dieser geheimnisvollen Sehnsucht in dir folgst, wird dein Leben auf jeden Fall einen guten Verlauf haben. Die drei Könige wussten nicht, wohin ihre Reise führt, sie sind einfach dem Stern gefolgt. Und so darfst du auch einfach vertrauen, dieser Herzensspur, die Gott in dir gelegt hat, dein Lebensweg auch jetzt in diesen schweren Zeiten, wird ein Weg sein, der dich tiefer in das Geheimnis dieser Liebe führt. Und damit ist es auf jeden Fall ein guter Weg. Lassen wir also mit den Dreien unterwegs bleiben.